Links Schultern! Private Paula, wollen Sie vielleicht mein geliebtes Korps versauen? Sir, ich weiß nicht, Sir. Sie sind dumm, Private Paula. Glauben Sie vielleicht, Sie können mir weismachen, Sie wissen nicht, was rechts und links ist? Sir, nein, Sir. Dann ist das wohl Absicht gewesen. Sie wollen sich wohl wichtig machen. Sir, nein, Sir. Welche Seite war das, Private Paula? Sir, linke Seite, Sir. Sind Sie da sicher, Private Paula? Sir, jawohl, Sir. Welche Seite war das, Private Paula? Sir, die rechte Seite, Sir. Treiben Sie ja nicht nochmal Ihr Spielchen mit mir. Heben Sie die beschissene Mütze auf. Sir, jawohl, Sir. Dies ist mein Schutz und das mein Gewehr. Der ist von Ballern und das ist von Verkehr. Dies ist mein Schutz und das mein Gewehr. Der ist von Ballern und das ist von Verkehr. Dies ist mein Schutz und das mein Gewehr. Der ist von Ballern und das ist von Verkehr. Dies ist mein Schutz und das mein Gewehr. Der ist von Ballern und das ist von Verkehr. Dies ist mein Schutz und das mein Gewehr. Der ist von Ballern und das ist von Verkehr. Dies ist mein Schutz. Und die nächsten beiden los! Wälzen Sie Ihren Fettarsch darüber, Private Paula! So ist richtig, Private Paula! Bloß sich nicht mehr anstrengen, da oben raufzukommen auf dieses Scheißhindernis! Wenn Gott Sie da oben hinhaben wollte, dann hätte er Ihren Arsch doch schon längst darauf gezaubert, was? Sir, jawohl, Sir! Schieben Sie Ihren fetten Arsch darauf, Paula! Sir, jawohl, Sir! Was zum Teufel ist eigentlich los mit Ihnen? Ich wette, wenn da oben eine Möse angenagelt wäre, dann hätten Sie uns schon längst gezeigt, wie schnell Sie darauf kommen. Dann wären Sie längst oben! Sir, ja, Sir! Ihr Arsch sieht aus wie 150 Pfund ausgelutschter Kaugummi, Paula, wissen Sie das? Sir, ja, Sir! Rauf mit Ihnen, Paula! Ziehen! Ziehen, Paula! Ziehen! Einen Klimmzug, Paula! Machen Sie, Paula! Sie verscheißern mich schon wieder, Paula! Wuchten Sie Ihren Arsch da hoch! Wollen Sie mir damit etwa andeuten, dass Sie keinen einzigen Klimmzug schaffen? Sie sind ein wertloser Haufen Scheiße, Paula! Hau Sie bloß ab von hier! Rauf mit Ihnen, Schneewittchen! Immer rauf da, Fettsack! Schneller! Bewegung, Bewegung, Paula! Rauf mit Ihnen! Sie hängen da oben rum wie ein alter Opa auf der Oma. Haben Sie gehört, Private Paula? Rauf mit Ihnen! Sie sind ein Lahmarsch! Bewegen Sie sich! Um Gottes Willen, Private Paula, fallen Sie uns bloß nicht runter! Das würde uns glatt das Herz brechen! Schneller, rauf und drüber! Rauf und drüber! Ja, worauf zum Teufel warten Sie denn noch, Private Paula? Steigen Sie rauf und drüber! Machen Sie! Machen Sie! Machen Sie! Sie werden mir doch nicht etwas schlapp machen! Oder vielleicht doch! Dann runter, Sie schleimiger, unförmiger, von dem Wal rausgeschissener Haufen Scheiße! Gehen Sie verdammt nochmal runter von meinem Kletterturm! Runter! Runter von meinem Kletterturm! Runter! Runter! Sonst reiß ich Ihnen die Eier ab, damit Sie nicht den Rest der Welt verpesten! Ich motiviere Sie noch, Private Paula! Und wenn es so lang dauert, dass jedem Kongo-Kannibal darüber der Ständer zusammenfällt! Immer einen Fuß vor den anderen, Paula! Schneller! Bewegung! Waren Sie von Geburt an so ein schleimiger Fettwanzi-Haufen Scheiße, Private Paula? Oder haben Sie sich das erarbeiten müssen? Machen Sie schon! Schneller! Reißen Sie sich zusammen! Der verdammte Krieg wird gerade vorbei sein, bevor wir überhaupt hinkommen, Private Paula! Machen Sie schon! Sie wollen doch wohl nicht abkratzen, Paula, doch nicht hier vor mir! Na dann kapieren Sie doch! Bewegung! Schneller! 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 Ist Ihnen vielleicht schon schwindelig? Fühlen Sie sich vielleicht schon schwach? Herrgott im Himmel, wer sagt's denn? Ich glaube, Sie haben einen Ständer!